So, willkommen zurück zu Lucius 2. Wir haben jetzt immerhin schon mal die Nonne gefunden. Wir müssen noch einen zweiten Sohn und Schlagzeile und sowas alles finden. Haben wir jetzt auch. Jetzt haben wir die ganzen Schlüssel. Jetzt können wir hier mal ordentlich Gas geben, ne? Lalalala. So. Und dann gucken wir gleich mal hier rein. Und nehmen wir das Portemonnaie. Und gleich den nächsten ins Gesicht scheißen. Gib mir mein Portemonnaie wieder. Diebe! Ich hätte auch ein Holzkreuz nehmen können. Oh. Oh, da fehlt ein Bein. So, und wir wollen aber die Zeitung hier. From the library, Lucius found a newspaper that had part of an article torn out. The article was titled New Murder Spree in Danvers. And on the same page you saw another interesting article explaining that Charles Wagner was in critical condition in this hospital. Hier ist ein Fehler, ihr seht schon, der Text ist endlos. Hat wohl einer von den netten Programmierern etwas geschlampt bei dem Kerl. Hallo? Hier liegt keiner mehr. Aber ich höre nebenbei an, noch jemanden? Nee, hier nicht. Hier im Kühlschrank Blutpakete. Ich bin nur mit dem Kühlschrank. Hallo. Achso, ups, da liegt einer. Die Nonne. So. Was hier los? Jemand zu Hause? Nö, keiner da. Gut, also hier haben wir erstmal alles erledigt. Dabei. Dich könnten wir auch noch töten, wenn wir wollten. Aber wir lassen es mal. So. Mit der Klimaanlage, das habe ich immer noch nicht verstanden. Jo, noch mal töten. Tür, der Hausmeister hat die Schlüssel. Ach, warte mal, ich habe vom Hausmeister die Schlüssel nicht mitgenommen. Kann das sein? Nee, wo war denn das? Wo war denn der jetzt? Der Affe. Zerstört. Bastelt. So. Sag mal. Jetzt haben wir's. Da haben wir den nächsten gefunden. Den nächsten Jünger. Ja. Another follower killed himself on the fifth floor. At that point, it became obvious that they were no longer following Lucius. However, in the follower's room, he did find a torn-out newspaper called Danvers Post. Oh, das Zeug liebe ich. Nehmen wir gleich mal mit. Ludlow. It seemed the two people were brought to this hospital. There was another man on the third floor. Maybe he has some more information. Er hier.
Hier war doch irgendwo der Hausmeister. Ich habe gehört, du hast noch Schlüssel dabei. Wartet mal, ich muss mal gucken, habe ich Bibliothekenschlüssel, Schlüssel zum Nonnenzimmer, Arztschlüssel, Hauptschlüssel, Isolierstation. Die Schlüssel vom Hausmeister sind weg. Wo hast du deinen Schlüssel gelassen? Aber uncool. Kommt auch immer hier anmarschiert, ne? Da ist die Krankenschwester. Kommt jetzt hier raus. Geht jetzt hier um die Ecke. Und? Are you lost, sweetie? Do you know what floor you're supposed to be on? Nein, es ist weg. Blöde Kuh. Are you lost, sweetie? Do you know what floor you're supposed to be on? Die Alte geht mir ein bisschen auf den Sack. So, was muss ich jetzt eigentlich noch machen? Gucken wir mal auf die Karte. Wo bin ich jetzt? Da. Okay, gehen wir jetzt beenden. Der Rest ist mir jetzt gerade eigentlich egal, weil... Ah, was musste ich denn jetzt noch machen? Ich brauche den Schlüssel vom Hausmeister, aber der hat keinen dabei. Oh, der ist schon tot. Dann brauche ich mir den. Ich werde dich gegenziehen.
So, hier ist auch irgendwas los, irgendwelche Party. Kabelkerzen. But on the floor, Lucius found a map of the nearby area with the town of Ludlow circled. Ich glaube, wir müssen irgendwann nach Ludlow. Bin mir aber nicht so sicher. So, jetzt können wir beenden. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich lang muss. Hier lang, hier lang, hier lang und dann haben wir es schon wieder geschafft. Ja, diesmal haben wir 11 Menschen umgebracht, 34 Minuten gebraucht. Was? Gesamtpunkte? Minus 202, warum das denn? Einmal erwischt und einmal Panik. Ui. Ja, ja. Diesmal waren wir halt schlechter, ne? Jetzt gucken wir uns die nächste Etage nochmal an. While strange whispers from Ludlow kept surfacing around the hallways, Lucius found out that his biological father, Charles Wagner, somehow survived the burning Dante Manor and was brought to this very hospital. That might be the reason behind losing his dark powers. Luckily, the blood was flowing again, bringing him closer to his father. Yes, the Dark Lord works in mysterious ways. The man had to die before waking up and endangering the cause. Puppy! Papa, puppy! Just give me a Fahrstuhl that I can fearless. Hallo? Also geht doch. Hallo, ich bin der Lucius. Gedacht, da weiß ich Malfoy. Oh. Und die färbt mir nachher die Haare blond. Und dann spiele ich in einem neuen Film mit. So. Oh, das hier ist lustig. Das macht richtig Spaß. So, wir brauchen erstmal das Inventory. Dann brauchen wir die Portemonnaie. Dann schmeißen wir das dahin. What the hell? Oh! Da ist gerade einer gestorben. Wie konnte das nur passieren? Das wissen wir auch schon. Are Miss Gonzalez's results ready yet? No. Gotta wait a little longer still. By the way, are you coming to my party tomorrow? I don't know if Ludlow is safe. No, no, I don't come to your party. That's nothing. I have to check my schedule. But I should be able to make it. Yeah, seriously, it's fine. It's so, das nehmen wir alles mal mit hier. I guess you're right. Okay, I'll see you there. Where's your mom and dad? Are you Marilyn's son? Nicht hier. Are you Marilyn's son? Hat hier irgendeiner einen Kugelschreiber gesehen?
So, hier sind die nächsten Fahrstühle. Die können wir wieder kaputt machen, aber das wollen wir jetzt gerade gar nicht. Wie kommen wir nochmal rein? Wir gucken jetzt mal ins Inventar. So, jetzt haben wir nämlich eine explosive Mischung. Nehmen, kombinieren, zerstören. So, das können wir jetzt alles machen. Wir haben Säure, wir haben Portemonnaies, wir haben Soda-Cans, wir haben noch jede Menge Sandwich, der Donuts, ja, ein Sandwich und Pillen haben wir auch einmal. Also, ich würde sagen, wir können schon noch ein bisschen was machen. Ich brauche irgendwo einen Kugelschreiber, aber dann hier. In erster Reihe sitzt der Teufel. Bei einem Krankenhaus, da sitzt immer der... Ja, genau, in der ersten Reihe sitzt immer der Teufel. So. Hier können wir wieder Sandwiches kaufen, aber wir brauchen momentan noch keine Sandwiches. Aber warte, wir gehen hier weiter. Er ist ja immer hier am Rumspielen, ne? Warte, die nehmen wir noch mit. So, dass der Alte das nicht merkt. So, hier ist noch das Ding. Your mommy and daddy. Das ist das Problem, mein Punkt. Also, sie sagt ja, vielleicht findest du ein etwas tödlicheres Medikament. Ich bräuchte einen Kugelschreiber, dann könnte ich das Ganze umschreiben. Wenn wir irgendwo einen Kugelschreiber finden. Also. Das hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Moment. Hier ist das Labor. Der eine hat einen Schlüssel. Warte mal. Irgendwo hatte ich doch gerade hier. Wo hatte ich denn jetzt den Krankenbefund von dem einen? Einen Tag hier. So, nehmen wir. Hey, you're not supposed to be here. Uiuiuiui. Hast du einen Kugelschreiber für mich? Hello, son. Ja, hier, guck mal, wenn hier drauf steht, Ziel. Warnung, eine Kombination dieser ergibt. Und dann. So, wir gehen jetzt mal gucken. Hello, son. Und zwar hier. Und zwar bapp. Und dann nehmen wir mal ein bisschen Säure. Kippen wir da rein. Und dann.
Das würde ich am liebsten für später benutzen. Also ich würde das jetzt nehmen. Aber wie kriegen wir das zum Brennen? How are you doing, son? Warte mal, es gab hier irgendwo einen kleinen Hauswirtschaftsraum, wenn ich mich nicht irre. Ausgangstür verschlossen, die sind verschlossen. Da kommen wir natürlich nicht rein. Da kommen wir nicht rein, da kommen wir nicht rein, ne? Ja. Hier können wir das Fenster kaputt werfen, das weiß ich auch schon. Aber ich brauche gerade... Warte mal, ich weiß nicht mal genau, wo das war. Hello, handsome. Need help finding your parents. So. Haben wir jetzt ein bisschen verändert. Jetzt kriegt der... Das war nicht gut, dass sie den jetzt gefunden hat. Aber es ist auch egal. Scheiße. Ich hätte die Leiche entsorgen müssen, aber es hätte der andere gesehen. Also, ja, wie kriegen wir denn jetzt Feuer da rein? Irgendwo ein Kugelschreiber wäre jetzt echt nicht verkehrt, muss ich mal so sagen. Ah, warte, warte, warte. Hello, son. Hey, what are you doing here, son? Ich werde gesehen, also ich kann hier gerade nicht wirklich was machen. Also es würde natürlich gehen, wenn wir... Hello? Da ist gerade einer gestorben. Seems like a double kill. Multikick. Excellent. Levelaufstieg. Triple kill. Naja. Da ist noch einer reingelaufen. Alter! 1, 2, 3. Okay. From the other lab, Lucius found his father's blood work. They had the room number on it, and it was on the second floor. Der Raum ist hier eine Massenmörderfalle, Alter. Was ist das denn? Und da gehen sie rein und verrecken gerade. Das ist zu geil. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht mich ja schon ein bisschen stolz.
Ja, hier könnten wir auch noch eine Falle aktivieren und so weiter. Das machen wir auch mal, falls hier noch einer rumläuft. Aber eigentlich müssten jetzt alle hier in dem Bereich tot sein. Hopp. Jetzt hält nämlich das Portemonnaie dahin, die Kabel kommen runter und wenn das Portemonnaie einer holen will. Greetings, boy. Wir gehen jetzt mal kurz ins Labor, aber vielleicht gibt es hier noch irgendwas, was uns hilft, zum Beispiel andere Ergebnisse, die wir hier, oder Ergebnisse, die wir verändern können, oder so, Scheiß. Aber es sieht nicht so aus. So, nehmen wir mal mit. Da ist das Ergebnis, das müssen wir doch irgendwie noch verändern können. Der Hausmeister hat die Schlüssel. So, aber irgendwo muss doch hier irgendein Kugelschreiber oder sowas sein, dass man die Ergebnisse verändern kann. Hello, handsome. Need help finding your parents. Ich habe Schlüssel gefunden. Wieso lagen da Schlüssel auf dem Boden? In one of the rooms, Lucius found a man from Ludlow, called Peter Gilmore. He described some of the prophecies being fulfilled in Ludlow after a massacre that happened on a nearby farm. The killer was his nephew. So, ja, haha. So, das ist schön. Ah, schon wieder fucking Kreuz über dem Bett. Thank you.
Hello, handsome. Need help finding your parents? Hello, handsome. Need help finding your parents? Don't worry, son. I'm a doctor, not a monster. Ah, okay. Moment. Haben wir irgendwas, was wir da reinstecken können? Nee, das können wir nicht da reinstecken. Was haben wir denn, was wir da rein... Haben wir irgendwas, was da reinstecken kann? Ist auch egal, wir nehmen das Ding einfach hier. Damit. Schon wieder eine Nachricht. Hello, handsome. Need help finding your parents. Was hat sie dabei? Soda kennen. Ach so, ja. Ach so, wir beenden aber erstmal die Folge. Es ist schon wieder über eine halbe Stunde. Alles klar, macht's gut. Bis später. Tschüssi.